Wenn man Bethel hört, schon als Kind hier als Berliner, da war ich angerührt von sehr vielen Unsichtbarkeiten, Klischees, behinderte Menschen, Leute, die brauchen ihre Hilfe, damit sie in dieser sogenannten freien Welt zurechtkommen. Was für uns ja so selbstverständlich ist, einen Schuh zuzubinden, klare Gedanken zu fassen, gesund zu sein, normal zu sein und dann seinen Weg zu machen, möglichst noch in einer Karriere. Das alles purzelt ja dann, wenn man Bethel hört. Und bei mir war es sehr schnell so, dass ich auch in meinen Liedern immer wieder fragte, wer ist denn eigentlich hier, der Hilfe braucht? Wer ist denn der Behinderte? Was passiert denn da überhaupt? Und dann war ich sehr überrascht, als ich mich dann damit beschäftigte, dass Bethel ein ganz großes Vorzeigemodell ist von einem, wie können wir eigentlich miteinander? Wer ist hier der Normale? Was ist unnormal, wenn einer 3 Minuten länger braucht, um einen anständigen Satz zu finden? Das findest du ja heute schon im Bundestag, diese Problematik. Aber, und so habe ich mich daran geschlichen an das Thema und kann nur ein großes Dankeschön sagen und auch einen Glückwunsch zu diesem tollen Geburtstag. Es fing ja alles mal anders an, vor 150 Jahren. Das sollte ja an Menschen gehen, die an sich keinen Job haben. Und daraus wurde eine ganz große Gemeinschaft, die sich bis heute positiv, es ist ein Vorzeigedorf, also ich meine, damit sollten wir an sich über die Welt gehen, so könnte man zusammenleben. Und ein Dankeschön an diese vielen, vielen, vielen Helfer, die nicht nur in Sozialstationen, nicht nur als Helfer unterwegs sind, sondern als Kommunikator, als Brücke zu denen, die wir glaubten, außerhalb zu sehen von den sogenannten normalen Situationen. Das kann ich sagen. Das bedeutet für mich Bethel und ich bin ganz stolz, wenn wir da wieder ein Konzert machen können. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.